So, herzlich willkommen zur Vorlesung Diskrete Strukturen. Heute machen wir weiter im Programm. Ich habe schon die entsprechende Folie aufgelegt. Und zwar wollte ich da nochmal eine kleine Korrektur machen. Letztes Mal ging es um Tupel, Sequenzen, Folgen insbesondere. Und da hatte ich diesen Aspekt erwähnt, dass wenn man eine unendliche Folge hat, dass man auch über die Folgenglieder summieren kann. Das nennt sich dann eine Reihe. Und da hatte ich diese Reihe erwähnt, die Summe über 1 durch i, i gleich 1 bis unendlich. Ich hatte da irgendwie gesagt, das sei die natürliche Reihe. Und während ich das sagte, dachte ich irgendwie, stimmt das nicht? Der Name klingt so komisch. Das heißt harmonische Reihe. Ja, also vielleicht schreibe ich es hier dran. Harmonische Reihe, das ist dieses 1 durch i über i summiert. Und unten die geometrische Reihe. Ja, genau. Harmonisch übrigens deswegen, weil die Folgenglieder immer das harmonische Mittel ihrer beiden Nachbarn sind. Darum nennt man die harmonische Reihe. Da kam einige Diskussionen auf letztes Mal, warum das eigentlich so ist, warum die eine Folge, wenn man sie aufsummiert, unendlich ergibt und die andere Folge, wenn man sie aufsummiert, was endlich ist. Und das ist eigentlich ganz interessant. Vielleicht mache ich da nochmal ein bisschen mehr dazu. Das wollte ich heute ein bisschen erläutern. Also nehmen wir mal die harmonische Reihe erstmal, harmonische Reihe. Und allgemein, was sozusagen die Erkenntnis ist, wenn Sie eine Folge an haben mit der Eigenschaft für n gegen unendlich, dass die immer kleiner werden und dann gegen 0 gehen, für n gegen unendlich im Limes, dann folgt daraus eben nicht zwangsläufig, dass die Summe dieser an auch kleiner unendlich ist. Ja? Also die harmonische Reihe ist ein schönes Gegenbeispiel, dass es auch Folgen gibt, die selber in den Elementen immer kleiner werden und irgendwo gegen 0 gehen am Ende, nicht diese 1 durch n. Folge, zum Beispiel Summe i gleich 1 bis unendlich, 1 durch i. Nicht? Das ist also 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus und so weiter plus 1/8 und so weiter. Und diese Folge, obwohl die Elemente selber immer kleiner gehen werden und am Ende gegen 0 gehen von der Größe, ist die Summe letztlich doch unendlich. Die Frage ist, warum ist das so? Das kann man auf verschiedene Weise beweisen. Und hier kommt wieder dieses Konzept eines mathematischen Beweises. Wenn ich behaupte, dieser Ausdruck sei unendlich, ja, dann ist die Frage, wie kann man das beweisen? Ich möchte das mal ein bisschen veranschaulichen. Sie können das abschätzen. Das ist typisch, dass man sagt, dieser Ausdruck, den wir hier haben, ist größer gleich. Und jetzt nehme ich einfach die einzelnen Einträge. Ich lasse mal die 1 da, ich lasse die 1/2 da. Und dann sehen Sie, habe ich 1/3 und 1/4 hier. Und wenn ich das 1/3 durch 1/4 ersetze, dann habe ich also plus 2. Ups, ich glaube, es ist der Stream gerade abgebrochen. Entschuldigung nochmal. Bin nicht ganz sicher, warum das gerade rausgesprungen ist. Da sind wir wieder. Die Technik, genau. Jetzt kann ich dieses 1/3 plus 1/4, wenn ich das abschätze, die 1/3 insbesondere sage, das ist größer als 1/4, dann habe ich 2 mal 1/4, das heißt 2/4. Und wenn ich die nächstfolgenden Glieder durch 1/8 abschätze, dann bin ich auf jeden Fall, ist der ursprüngliche Ausdruck auch größer als das und das sind 4/8 und so weiter. Und dann habe ich 8/16. Das heißt, ich kann immer die nächstfolgenden Ausdrücke, das sind 2 hoch 2 beziehungsweise 2 hoch 3, 2 hoch 4 Ausdrücke. Und das, was immer da stehen bleibt, ist also, das ist gleich 1 plus 1/2 plus und dann steht hier immer 2 hoch k minus 1, k minus 1 durch 2 hoch k. Und das mit einer Summe über k, nicht?
Und das sind alles, diese Ausdrücke sind alle ein Halb. Die sind ja alle ein Halb. Das heißt, ich kann die alle immer blockweise durch ein Halb abschätzen, mit dem Effekt, dass ich eigentlich, was hier passiert, ist, dass ich unendlich oft den Ausdruck ein Halb aufsummiere. Und wenn ich unendlich oft ein Halb aussummiere, ist relativ klar, dass dann hier unendlich rauskommt, nicht? Weil ich immer wieder sozusagen bis ins Unendliche Blöcke zusammenfasse, die mindestens ein Halb sind von der Größe. Und das ist letztlich der Unterschied zur sogenannten geometrischen Reihe, dass die Ausdrücke bei der geometrischen Reihe in einer Weise so schnell kleiner werden, dass sie auch in Summe nicht über eine kritische Menge hinauskommen. Das sehen wir gleich. Aber hier sieht man, da ich sozusagen blockweise immer wieder, und zwar bis ins Unendliche, Ausdrücke zusammenfassen kann, die mindestens ein Halb groß sind, sieht man, dass das Ganze unendlich wird. Das wäre eine Art, das sagen wir mal, zu beweisen, wenn man das ganz präzise machen wollte. Ja, dann würde man jetzt einen sogenannten Widerspruchsbeweis machen. Das heißt, man würde sagen, angenommen, dieser Ausdruck ist nicht unendlich groß, sondern er ist, entspricht einer konstanten C, ja, und dann kann ich sagen, gegeben irgendein C kleiner unendlich, dann muss ich nur zeigen, dass für dieses C kleiner unendlich dieser Ausdruck hier auf jeden Fall mindestens so groß wie C und genau genommen noch größer als C wird. Und wenn ich das für jede beliebige Konstante C zeigen kann, dann habe ich bewiesen, dass der Ausdruck unendlich groß ist. Sprich, es gibt keine endliche Konstante C, sodass dieser Ausdruck nicht größer als diese Konstante C ist. Und was Sie da nur machen müssen, ganz genau, ist, dass Sie hier gucken müssen, wie viele Glieder brauche ich denn in dieser Abschätzung mindestens, damit ich auf jeden Fall größer als C bin. Und das lässt sich leicht machen und das kann man sozusagen das nennt sich dann Widerspruchsbeweis, dass man sagt, angenommen, es gäbe eine endliche Konstante C, dann kann ich zeigen, dass diese Summe, die ich hier habe, größer ist als diese Konstante C. Und wenn ich das für beliebige Konstante C zeigen kann, dann habe ich damit bewiesen, dass es letztlich unendlich ist. Nicht so würde also ein technisch präziserer Beweis aussehen. Das möchte ich jetzt nicht im Detail durchexerzieren. Können Sie sich vorstellen, dass das geht, dass man einfach für jedes C zeigt, wie viele Summanden in diesem Ausdruck muss ich dazu nehmen, damit ich größer als C bin. Und das hängt natürlich von der Wahl von C ab, aber es ist egal, entscheidend ist, für jedes C gibt es eine Menge Summanden, sodass diese Summe größer als C ist. Das ist also dieser Beweis. Und da sehen Sie schon so ein bisschen, es gibt verschiedene Arten, Dinge zu beweisen. Es gibt die, sagen wir mal, etwas saloppe Variante, wo man argumentiert und sagt, Sie sehen schon, hier habe ich lauter Terme, die in Summe immer ein Halb sind und die addiere ich alle zusammen und es sind ja unendlich viele, also sieht man schon, wird schon immer größer und wird irgendwann unendlich, nicht? Das ist ein bisschen salopp und dann gibt es, das ist auch in der Mathematik so, meiner Erfahrung nach gibt es da zwei Fraktionen. Die einen, die gerne Sachen mehr so handwavy beweisen und sagen, sieht man schon und die sich damit begnügen. Und andere, die, sagen wir mal, so ein bisschen korrekter, ein bisschen pedantischer sind und da fangen die Beweise dann ganz sauber an mit, sei C kleiner unendlich, dann folgt, dass dieser Ausdruck größer C ist. Und das ist dann etwas aufwendiger, aber mathematisch präziser. Meine Empfehlung ist da immer, wenn Sie sozusagen dieses Handwerk lernen wollen, versuchen Sie schon, Sachen mathematisch präzise und sauber zu beweisen. Gerade am Anfang ist das gut. Irgendwann später reicht es dann vielleicht auch, wenn man sagt, jawohl, das sieht man schon, dass das sich beweisen ließe, ohne dass man es jetzt im Detail durchexerziert. Jetzt noch was kurz zur geometrischen Reihe. Das ist, wie gesagt, diese andere sehr beliebte Reihe, geometrische Reihe. Das ist diese Reihe, wo ich immer 1 durch 2 hoch k aufsummiere. K gleich, machen wir mal, man kann da von 0 anfangen, fangen wir mal von 1 an, nicht? Die, normalerweise fängt die von 0 an, aber ich lasse jetzt einfach mal von 1 anfangen lassen. Dann habe ich nämlich hier ein Halb plus ein Viertel plus ein Achtel plus und so weiter. Und jetzt habe ich behauptet, dieser Ausdruck ist 1.
Wenn ich von 0 anfangen lassen würde, wäre es 2. Dann hätte ich noch die 1 vorne mit dabei. Warum ist das so? Auch das lässt sich sehr anschaulich beweisen. Stellen Sie sich vor, das ist wirklich ganz anschaulich. Das ist wie wenn Sie einen Kuchen haben zu Hause. Warten Sie mal, das lässt sich noch schöner machen. Genau, hier ist mein Kuchen. Ne? Und jetzt möchte ich das aber so handhaben, dass ich jeden Tag was zu essen habe. Ja, wie mache ich das? Naja, am ersten Tag teile ich den Kuchen, da esse ich mal die Hälfte. Nicht? Das ist also Tag 1. Da esse ich die Hälfte vom Kuchen. Am nächsten Tag komme ich hin, könnte ich die andere Hälfte essen, dann hätte ich aber am dritten Tag nichts mehr. Und jetzt mache ich es mir zur Strategie, damit ich immer was zu essen habe. Das funktioniert auch. Esse ich immer von allem, was da ist, jeden Tag die Hälfte. Das heißt, ich würde am zweiten Tag hier ein Viertel dazu nehmen. Oh, schon wieder das WLAN rausgehüpft. Tut mir leid, ich weiß nicht genau. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht sich reproduziert. Was ist heute los? Letztes Mal hatten wir das nicht. So, da sehen wir wieder. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass das jetzt nicht die ganze Zeit so weitergeht. Das wäre sehr ärgerlich. Genau. Sie sehen, dann kann ich also ein Viertel vom Kuchen essen und am dritten Tag esse ich dann ein Achtel vom Kuchen. Das ist genau die Hälfte von dem, was noch da ist. Dann ein Sechzehntel und so weiter. Und Sie sehen, wenn ich das auf die Weise mache und immer die Hälfte von dem, was da ist, noch für den nächsten Tag mir aufhebe, dann kann ich in der Tat unendlich lang Kuchen essen. Das klingt ganz gut und da würde man denken, super, Problem gelöst, das würde in der Tat den Hunger der Welt lösen, aber leider ist es nicht so, sondern Sie sehen es schon, egal wie ich das handhabe, am Ende werde ich nie mehr als den ganzen Kuchen essen und das heißt, im Grenzfall für K gegen unendlich habe ich den ganzen Kuchen mehr nicht. Das ist also ganz anschaulich hier der Beweis für die geometrische Reihe. Vielleicht noch ein weiterer Punkt über Reihen, da kann man sehr viel zu sagen und da geht es auch in der Analysis in gewissen Phasen sehr stark um solche Reihen. Zum Beispiel haben wir gesehen, die harmonische Reihe, die mit 1 durch n, n gleich 1 bis unendlich, die ist unendlich groß. Nicht? Das ist sozusagen die harmonische Reihe, harmonische Reihe. Es gibt aber auch den Fall, dass man dieselbe Reihe nimmt, 1 durch n, aber immer das Vorzeichen wechselt, nämlich minus 1 hoch n durch n, n gleich 1 bis unendlich. Das heißt, ich mache, was mache ich hier, minus 1 plus ein halb, minus ein Drittel, plus ein Viertel und so weiter. Das bleibt dann witzigerweise endlich. Das nennt sich alternierende harmonische Reihe. Und wenn Sie das Kapitel Reihen verfolgen, das ist super spannend. Sie können so ziemlich alle Naturkonstanten über Reihen darstellen. Also zum Beispiel die Eulersche Zahl E ist im Prinzip als Reihe definiert. Nämlich als sozusagen Summe 1 durch n Fakultät für n gleich 0 bis unendlich. Das ist die Definition, kann man sagen, der Eulerschen Zahl. Sie können auch Zahlen wie Pi und so weiter, all die können Sie über Reihen darstellen. Auch Sinus und Cosinus sind letztlich als Reihen definiert, unendliche Reihen. In der Schule ist das typischerweise definiert über diese Dreiecke, wo man sagt, diese Kante durch diese Kante und so weiter. So kann man Sinus und Cosinus definieren. Das ist als Definition allerdings für viele Anwendungen nicht sehr tauglich. Wenn ich immer erst ein Dreieckchen aufmalen muss und da einen Winkel einzeichnen und sagen, so ist der Sinus definiert, damit kann man nicht wirklich rechnen, können Sie sich vorstellen. Und deswegen verwendet man in der höheren Mathematik, auch in der Analysis, für Sinus, Cosinus, für all diese Sachen verwendet man Reihendarstellungen. Genau. Das wollte ich aber sagen, das führt jetzt ein bisschen zu weit hier, aber das zum Thema Folgen und wie man die dann sozusagen aufsummieren kann, so sogenannten Reihen. Genau, das wollte ich noch als kleinen Exkurs, geometrische Reihe, harmonische Reihe, alternierende harmonische Reihe, dass Sie einfach die Begriffe auch mal gehört haben.
Das hatten wir alles schon. Heute geht es weiter dann in der Vorlesung, und zwar beim Thema Relation. Da hatten wir erwähnt, dass Relationen, hier steht es, eine Relation ist eine Teilmenge aus einem kartesischen Produkt. Ich habe also irgendwelche Mengen a1 bis ak. Aus diesen Mengen kann ich sogenannte Tupel bilden, indem ich die immer sozusagen ähnlich wie Vektoren Komponenten definiere, wo die erste Komponente aus Menge A1 ist, die zweite aus Menge A2 und so weiter. Das ist dann ein kartesisches Produkt, was Sie hier haben. Und wenn man aus diesem kartesischen Produkt, dieser K-Tupel, eine Teilmenge rausnimmt, dann nennt man das eine Relation. Und letztlich bedeutet das anschaulich, dass eben diese verschiedenen Ausdrücke, hier zum Beispiel A1 bis AK, wenn die in der Relation enthalten sind, kann man sagen, diese Objekte stehen bezüglich R in Relation. Wir hatten hier, und hier ist ein Beispiel für Relation, dieses etwas seltsame mit zwei Frauen, einem Mann und einem Brot, hier in einer Tabelle aufgelistet. Und da sehen Sie, Sie haben drei Relationen, R, S und T. Und Sie sehen schon, in der Relation R ist im Grunde zu jeder Identität der Nachname und der Vorname gespeichert, nicht? Und das hat in der Tat sehr viel mit Datenbanken zu tun, dieser ganze Aspekt der Relation, insbesondere mit dem Konzept der relationalen Datenbanken, was auf diesem Konzept der Relation aufbaut. Und dann ist die zweite Relation S hier, da sehen Sie, ist einfach zu jeder Identität die Matrikelnummer gespeichert. Man kann sich fragen, warum ist das in verschiedenen Datenbanken gespeichert, in verschiedenen Relationen? Warum packt man nicht gleich alles in eins? Das kann viele Gründe haben. Zum Beispiel den Datenschutz. Ja. Vielleicht dürfen Sie nicht speichern, was die Matrikelnummer zu einem bestimmten Person mit Namen XY ist. Vielleicht ist das aus Datenschutzgründen nicht zulässig, und dann kann es sein, dass man diese Informationen separat speichert. Gerade in der Medizin kann das eine große Rolle spielen, dass man Daten eben so speichern will für verschiedene Patienten, dass sensitive Informationen, zum Beispiel der Name, nicht zugreifbar ist. Ja, wenn ich zum Beispiel als Wissenschaftler, mein Thema ist Bildverarbeitung, Mustererkennung. Wenn wir jetzt medizinische Daten verarbeiten, um zu erkennen, ob ein Patient Nummer 1, 2, 3 Krebs hat oder nicht, dann ist es für unsere Erkennungsalgorithmen irrelevant, wie der Patient heißt. Und dann kann man die Information des Namens sozusagen separieren und sagen, die wird einfach nicht übermittelt. Es geht nur darum zu erfassen, hat der Patient Krebs oder nicht. Es geht nicht darum zu erfassen, wie der Patient heißt. Das will man ganz bewusst nicht offenlegen. Und das führt dazu, dass man gerne solche Sachen dann zum Beispiel separat speichert. Trotzdem ist es zum Teil dann wichtig, dass man bestimmte Informationen extrahiert. Ja, wenn man die Leute dann anschreiben will und ihnen die Diagnose mitteilen, dann sollte man natürlich die Anschrift und den Namen kennen. Also muss man eben im Zweifelsfall zugreifen, und da kann man dann Operationen definieren, die auf diesen Relationen operieren. Und das hatten wir letztes Mal gesehen. Hier zum Beispiel kann man diesen Join-Operator definieren. Das ist dieses Ding hier. Nicht? Und allgemein, man sieht es auf der nächsten Folie, ist der Join-Operator, da ist er definiert mit diesem Symbol. Und wenn man dann I gleich J dran schreibt, heißt das, man konkateniert genau die Tupel in der Relation R und in der Relation S zu einem größeren Tupel. Sie sehen das, R1 bis K, S1 bis SL. Genau dann, wenn die ite Spalte von R gleich der j-ten Spalte von S ist. Das ist der Join-Operator, wie wir ihn hier verwenden. Man kann ihn natürlich beliebig verallgemeinern. Die Bedingung I gleich J, also I gleich J ist ein bisschen irreführend, weil da steht dann zum Teil auch 1 gleich 2. Also gemeint ist ite Spalte gleich j Spalte. Es hat eine Kurznotation hier. Man kann das verallgemeinern. Man kann zum Beispiel auch sagen, die Tupel sollen genau dann konkateniert werden, wenn die ite Spalte ungleich der j-ten Spalte ist. Oder wenn die ite Spalte gleich der Summe von der j-ten und der k-ten Spalte ist. Also da können Sie völlig beliebige Bedingungen sich überlegen, unter denen Sie dann diese Konkatenierung durchführen.
Wir haben das hier mal vorgemacht. Wenn ich also R mit J joine unter der Bedingung 1 gleich 1, dann heißt das, dass ich jetzt diese zwei Relationen in eine zusammenfüge, in eine größere, wo dann zu jeder Identität der Nachname, der Vorname und hier hinten in der fünften Komponente dann auch das Geschlecht gespeichert ist. Und das kann zum Beispiel relevant sein, wenn ich wissen will, wie sind die Vornamen der weiblichen Teilnehmer. Dazu muss ich erstmal die Information von Vorname und Geschlecht in eine Relation zusammenbringen. Das mache ich zum Beispiel mit dieser Operation hier. Und wenn ich dann im Anschluss die Elemente extrahiere, deren Geschlecht weiblich ist, dann kann ich beispielsweise die Vornamen rauslesen. Genau, werden wir gleich, ich glaube, werden wir gleich, sehen wir das, ich glaube, da kommt so ein Beispiel. Ja. Und wie kann ich diese Information dann extrahieren? Also erstmal habe ich ja diesen Join-Operator definiert und den zweiten Operator, den man braucht, solche Relationen zu bearbeiten. Ein sehr wichtiger Operator ist dieser Operator der Projektion. Und da sehen Sie, der ist Pi für Projektion heißt der und dann habe ich Indizes I1 bis IJ. Und typischerweise, was ich da mache, ist, dass ich einfach sage, welche Spalten aus dieser Relation, aus diesem Tupel möchte ich überleben lassen. Welche möchte ich erhalten und welche lasse ich rausfallen. Ja, Sie können natürlich auch eine Projektion definieren, wo Sie alle Indizes mit reinnehmen von 1 bis k. Ja, dann ist das aber eine Identität. Dann macht die Projektion nichts. Dann lässt sie einfach alle Spalten überleben. In der Praxis würde man also natürlich immer eine Menge an Spalten rausgreifen, die geringer sind. Sie können also nur eine Spalte rausgreifen, meinetwegen die erste oder die letzte. Sie können aber auch mehrere rausgreifen, wie Sie das möchten. Das ist dieser Projektionsoperator. Ja, vielleicht noch ein bisschen zum Thema Datenbanken. Ganz entscheidende Frage im Bereich Datenbanken ist dann einfach, wenn ich jetzt eine Datenbankanfrage habe, suche mir die Vornamen aller weiblichen Teilnehmer oder so, dann muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich diese Anfrage möglichst effizient in solchen Operatoren umsetzen, insbesondere in diesen Join- und Projektionsoperatoren. Und das ist zum Beispiel eine große Herausforderung bei so Sprachen, Datenbanksprachen wie SQL, haben Sie sicher schon mal gehört, da geht es eben unter anderem um solche Themen, wie man solche Datenbankanfragen möglichst effizient bearbeitet. Und bearbeiten heißt hier im Sinne von solchen Join- und Projektionsoperationen umsetzt. Denn das können Sie sich vorstellen, das kann man in verschiedenen Weisen machen. Sie können verschiedene Relationen zusammenführen und rausprojizieren und so weiter. Und geschickter ist natürlich eine Weise, die dann möglichst effizient ist. Genau, das ist die Projektion, wo ich also einfach, Sie sehen, das sind alles Operationen, die nicht wirklich tiefsinnig sind, dass man einmal konkateniert mit dem Join-Operator und das zweite, dass man mit der Projektion gewisse Spalten rausfiltern kann. Genau, und das Ganze wird natürlich dann sehr viel ausführlicher behandelt im Thema Datenbanken, wo es dann um Anfragen geht und wie man die umsetzt. Hier aber vielleicht ein Beispiel mal. Wir haben also diese drei Relationen mit diesen etwas seltsamen Wesen und Matrikelnummern und Geschlechtern. Und jetzt kommt die Anfrage, ich hatte es schon erwähnt, die Vornamen aller weiblichen Personen. Und da haben wir schon gesehen, wenn man R, genau, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wie gehen wir das an? Zum Beispiel können wir hier eine einstellige Relation definieren. Das nennt sich einstellige Relation. Einstellige Relation. Das ist also wirklich nur ein Einstupel mit dem Geschlecht weiblich drin. Und jetzt mache ich ein Join. Oh, ups. Ich streiche es natürlich nicht durch, sondern ich mache ein Join mit diesem einstelligen Tupel W. Und sage, die zweite Spalte der Relation T soll mit W übereinstimmen. Das heißt, was dann übrig bleibt, ist, wir schreiben es mal hin, ist im Grunde
3, W. Und jetzt aufgepasst, nochmal W, weil ich ja die Join mit dem W mache. Das heißt, ich nehme auch das W dazu. Und dann als zweiten 4, W, W. Das ist also das, was hier dann rauskommt. Und jetzt mache ich als nächstes, da habe ich also sozusagen die Nummern rausgesucht der weiblichen Teilnehmer. Und jetzt kann ich als nächstes den Join machen mit R. R enthält ja die Vornamen, das heißt, ich muss irgendwo die Relation R ins Spiel bringen. Also mache ich den Join mit R und zwar genau dann, wenn die Nummern übereinstimmen. Das heißt, jetzt kommen sozusagen diese zwei Zeilen noch hier vorne dran. Nicht? So müssen Sie sich das vorstellen. Da steht dann also 3 Woman Wonder, 3 WW und 4 Gaga Lady, 4 WW. Und wenn Sie jetzt die Projektion machen, hier die Projektion, die Projektion auf die dritte Komponente, das ist genau der Vorname, der da steht, nicht? Also hier steht 3 Woman Wonder und hier 4 Gaga Lady. Und wenn ich jetzt diese Projektion auf die dritte Komponente mache, dann sehen wir, wird quasi hier der Vorname rausgefiltert und dann bleibt am Ende nur Wonder und Lady übrig. Genau das, was die Anfrage sich gewünscht hat. Genau. Und so sehen Sie, dass man über solche Join- und Projektionsoperatoren allerlei Anfragen bearbeiten kann, zum Beispiel die Vornamen aller weiblichen Personen. Sie können sich natürlich beliebig komplexere Datenbankanfragen vorstellen, aber im Prinzip kann man viele dieser eben mit diesen Join- und Projektionsoperatoren umsetzen. Und Sie sehen schon, diese Anfrage braucht eine Konkatenierung von mehreren Operatoren, von zwei Joins und einer Projektion. Und im Allgemeinen werden das dann immer umfangreichere Ausdrücke und die Frage, die sich dann, ups, jetzt springt das schon wieder raus. Ich frage mich, ob ich irgendwas falsch mache. Heute ist echt der Wurm drin. Genau, da können Sie sich vorstellen, dass bei komplexeren Datenbankanfragen halt die Ausdrücke, die ich dafür einsetzen muss, immer länger werden. So, ich bitte um Entschuldigung. Vielleicht muss ich nächstes Mal doch das Ganze anders umsetzen, wenn das jetzt jedes Mal rausspringt. Ja, da sind wir. Genau. Das war also die Art, wie man diese Datenbankanfrage bearbeitet kriegt. Genau, jetzt geht es ein bisschen weiter. Und zwar haben wir allgemeine Relationen gerade gesehen, immer als Teilmengen von solchen K-Tupeln speziell. Und da gibt es dann, wenn es nur ein Tupel ist, ist eine einstellige Relation. Was besonders interessant ist, sind sogenannte zweistellige Relationen, wie man sie hier sieht. Machen wir das doch lieber wieder in Gelb. Zweistellige Relationen und die heißen auch binäre Relationen. Das heißt, ich habe zwei Mengen A und B und kann das kartesische Produkt bilden. Damit kriege ich sämtliche Tupel mit Elementen aus A und B und eine Teilmenge davon nennt man eine Relation. Und diese binären Relationen spielen eine riesige Rolle für alle möglichen verzeigerten Datenstrukturen in der Informatik, zum Beispiel für Listen, für Bäume, für Graphen. Im Grunde ist das eine Art der Darstellung von Graphen oder umgekehrt kann man Graphen nutzen, um binäre Relationen darzustellen. Das werden wir auch in den folgenden Folien genauer uns anschauen. Vielleicht ein paar Beispiele für binäre Relationen auf Zahlen, das heißt, wenn A und B beide R sind, nicht? Also wenn sozusagen ich habe A gleich B gleich meinetwegen R oder die natürlichen oder die ganzen Zahlen, die rationalen Zahlen, was auch immer Sie wollen, dann haben Sie diese Relation kleiner gleich
kleiner, gleich und ungleich. Das sind zum Beispiel binäre Relationen. Ja, die kennen Sie alle schon aus der Schule, wobei Sie wahrscheinlich in der Schule nicht gelernt haben, dass das binäre Relationen sind. Und das ist auch ein bisschen Ziel dieser Vorlesung und Ziel dieser ganzen Veranstaltung, diskrete Strukturen, Ihnen näher zu bringen, dass vieles das, was Sie schon kennen, sehr allgemein sozusagen formuliert und abstrahiert werden kann. Und darum geht es hier. Genau. Eine Schwierigkeit ist allerdings, Sie sehen schon, dass man da in so Notationsprobleme kommt, wenn ich zum Beispiel jetzt das Gleich hier definieren will und dann für die Definition selber das Symbol Gleich verwende, dann hat man sozusagen ein bisschen ein Notationsproblem. Wenn man das differenzieren will, kann man zum Beispiel sagen, das Gleich bezüglich der reellen Zahlen, das ist also die Relation auf den reellen Zahlen, ist definiert als alle Paare x derart, dass die erste und die zweite Komponente dieselbe sind. Das ist natürlich eine Teilmenge aus dem R2. Nicht? Und ähnlich kann man dann kleiner gleich auf R beziehungsweise gleich auf N und so weiter, um zu sagen, welche binäre Relation meint man in Bezug auf welche Menge von Zahlen. Eine zweite Notation, die sehr beliebt ist, ist auch anstatt zu sagen, ja, anstatt jetzt zum Beispiel zu sagen, 3 und 5 sind Element der kleiner gleich Relation auf N, ja, in dem Sinne, dass 3 kleiner 5 ist, kann man im Prinzip auch schreiben, 3 ist kleiner gleich 5. Und wenn man sagt, in Bezug auf welche Zahlenmenge, dann würde man die noch hier als n hinten dran. Und das kennen Sie, das nennt sich Infixnotation. Das heißt, man hat die zwei Elemente und sagt, die stehen bezüglich R in Relation. Das heißt, A, R, B ist dann der Ausdruck. Und das ist äquivalent damit, dass A und B aus der Relation R sind. Ja, und da sehen Sie, man kann eben solche Relationen, ob größer, kleiner, gleich, gleich, ungleich und so weiter, kann man alle als Relationen auffassen. Und Relationen sind letztlich Mengen. Mengen von Paaren, die diese Eigenschaft erfüllen. Man kann auch die inverse Relation definieren. Das heißt, immer wenn ein Paar AB aus der Relation R ist, dann kann ich sagen, die Relation R hoch minus 1 ist das Inverse, nämlich BA. Und das kennen Sie auch schon, zum Beispiel das Inverse auf den reellen Zahlen zum kleiner Gleichsymbol ist natürlich das größer Gleichsymbol. Das heißt, wenn A kleiner gleich B ist, ist B größer gleich A. Das ist ja im Grunde dasselbe. Und hier sehen Sie aber, man kann das als inverse Relation definieren. Ja, ich hatte es eben schon angesprochen. Relationen, binäre Relationen spielen eine enorme Rolle für sogenannte Graphen. Die werden wir jetzt auch mal definieren. Ich hatte es vorher schon anschaulich erwähnt. Ein Graph ist eine Menge aus Knoten und Kanten. Und in der Tat kann man binäre Relationen durch Graphen darstellen. Das ist sehr beliebt, weil es sehr anschaulich ist. Und umgekehrt kann man auch Graphen als binäre Relationen verstehen. Daniel? Ja. Es gäbe eine Frage im Chat. Vielleicht könntest du noch mal ganz kurz zurückgehen zum Join-Operator und die Zahlen noch mal, die 2 ist gleich 1 oder was in dem Beispiel drin war, noch mal darauf kurz eingehen. Das wäre, glaube ich, hilfreich. Genau, das wurde jetzt von vielen gefragt. Deswegen war jetzt vielleicht die Idee, das doch noch mal für alle zu erklären, eben was beim Join-Operator dieses I gleich J oder eben 2 gleich 1 in dem Beispiel bedeutet. Genau, das I gleich J, was hier unten steht, ein sehr guter Punkt, hier unten steht I gleich J. Insbesondere steht später zum Beispiel dann da R, Join-Operator 1 gleich 2 T. Was bedeutet das? Sie sehen es hier in der Definition. Das heißt natürlich nicht, dass ich 1 gleich 2 setze. Das ist eine abgekürzte Notation, die besagen soll, die erste Spalte von R soll der zweiten Spalte von T entsprechen. Sie sehen das hier. Hier ist es in Bezug auf S. Entschuldigung, dann nehmen wir hier vielleicht S, um konsistent zu sein. Sie haben also zwei Relationen, R und S. Und das heißt,
I gleich J, beziehungsweise hier konkret 1 gleich 2, heißt, die erste Spalte von R soll der zweiten Spalte von S entsprechen. Das heißt, ich nehme aus diesen ganzen Relationen, die ich hier habe, aus diesen ganzen Tupeln, da sind ja 4 verschiedene Tupel, möchte ich nur die nehmen, konkatenieren, wo die erste Spalte von dem einen mit der zweiten von dem anderen übereinstimmt. Also vielleicht ganz konkret, wenn ich hier R1 gleich 1 von T mache, dann kriege ich diesen Ausdruck, den wir hier sehen, dieses Ding hier. Das ist also ein Tupel, wenn R 3 Tupel sind, eine dreistellige Relation und T eine zweistellige Relation, dann ist R join T immer eine fünfstellige Relation, ne, dass ich die einfach hintereinander schreibe. Aber ich nehme jetzt nicht alle Tupel aus R mit allen Tupeln aus T zusammen, sondern immer nur die, wo der erste Index übereinstimmt. Wenn also hier eine 1 ist und hier eine 1, dann mache ich die in ein Tupel zusammen. Und wenn hier eine 3 steht und da eine 3, dann füge ich die zu einem Tupel zusammen. Entschuldigung, ich meine natürlich hier. Das ist das, was mit 1 gleich 1 gemeint ist. Wenn ich stattdessen jetzt sage 1 gleich 2, R join T 1 gleich 2 heißt es, der Eintrag in der ersten Spalte von R soll identisch sein mit dem Eintrag in der zweiten Spalte von T. Wenn wir uns die zweite Spalte von T aber anschauen, sehen wir, da sind nur M, B, W, W. Da ist gar keine 1 und keine 2 und keine, das sind gar keine Zahlen. Das heißt, R1, 2, join T1, 2, 1 gleich 2, ist die leere Menge. Ja. Da bleibt einfach nichts übrig, weil wenn ich sage, welche Tupel von R haben in der ersten Spalte denselben Eintrag wie die entsprechende, wie die Tupel von T in der zweiten Spalte, ja gar nicht. Weil die zweite Spalte von T hat ja das Geschlecht und gar nicht die Identität. Ja, deswegen würde dann sozusagen bei diesem Ausdruck hier dann die leere Menge rauskommen. Ich hoffe, das klärt die Frage. Es ist, wie gesagt, kein Tiefsinn. Es ist nur natürlich verwirrend, wenn man irgendwo 1 gleich 2 stehen hat. Das ist für jemanden, der ein bisschen mathematisch versiert ist, eigentlich nicht so elegant. Aber es ist einfach eine Kurznotation. Und wir sehen, das steht immer für R1 gleich S2 oder RI gleich SJ im Allgemeinen. Ja, genau. Vielen Dank für die Frage. Das ist schon wichtig, dass Sie da fragen, wenn das nicht klar ist. Und das lässt sich, glaube ich, in den Folien leichter erklären als im Chat. Sonst bemühen wir uns immer, die Fragen im Chat zu beantworten. Aber es ist völlig richtig, manche Fragen lassen sich besser in Worten erklären. Genau, wir machen weiter bei Graphen. Gerichteter Graph, kurz die Graph, ist ein Graph, ist eine, ich hatte es schon gesagt, eine Menge von Knoten und Kanten. V steht für Knoten. Warum? Im Englischen heißt das Vertex und im Plural Vertices. Vertices. Und E steht für Edges, Kanten. Deswegen V und E. Im Deutschen heißen die Knoten des Graphen G. Und Kanten sind immer binäre Relationen. Ja, deswegen Graphen und binäre Relationen hängen eng zusammen. Wenn ich von binären Relationen spreche, kann ich mir das immer auch als Graphen vorstellen. Muss ich mal gerade gucken, wo man das ganz schön erklären kann. Hier vielleicht, nicht? Wenn Sie die kleiner Gleichrelation nehmen. Nehmen wir mal an, Sie haben kleiner gleich auf den natürlichen Zahlen. Das ist die Relation, die ich jetzt betrachte. Nehmen wir mal an, nicht die natürlichen Zahlen, sondern noch einfacher auf den Zahlen 1, 2, 3. Ich nehme also eine Menge A mit den Zahlen 1, 2, 3 und dann definiere ich kleiner gleich auf diesen Zahlen. Und ich nehme einfach das Übliche aus den natürlichen Zahlen. Das heißt, die 1 ist kleiner gleich 2, die 2 kleiner gleich 3 und so weiter.
dann kann ich das als Graphen mir so vorstellen. Ich habe hier die Knoten. Das sind genau die Elemente aus der Menge A. Und dann kann ich sagen, immer dann, wenn zwischen zwei Elementen die Relation besteht, zum Beispiel 1 ist kleiner gleich 2, dann male ich einen gerichteten Pfeil. Also einen Pfeil, der von 1 nach 2 zeigt. Das heißt, 1 ist kleiner gleich 2, 2 ist kleiner gleich 3 und natürlich auch 1 ist kleiner gleich 3. Das reicht aber nicht, denn wenn ich kleiner gleich nehme, gilt natürlich auch, dass 1 kleiner gleich 1 ist und 2 ist kleiner gleich 2 und 3 ist kleiner gleich 3. Ja. Und das wäre quasi eine grafische Darstellung, was wir jetzt hier haben, dieser kleiner gleich Relation, wo ich quasi über den Graphen darstelle, für welche Paare von Elementen gilt die Relation. Deswegen sehen Sie, man kann binäre Relationen, zweistellige Relationen als Graphen darstellen. Hier ist das quasi gemacht. Und umgekehrt kann man sich vorstellen, jeder Graph kodiert eine binäre Relation. Immer wenn ich eine gerichtete Kante habe, dann ist das Paar Teil der Relation und wenn nicht, dann ist es nicht Teil der Relation. Das heißt, ich kann im Prinzip alle binären Relationen als Graphen darstellen und alle Graphen als binäre Relationen interpretieren. Genau, diese binären Relationen, wie gesagt, die bezeichnet man als Kanten im Graphen. Man kann dann noch unterscheiden zwischen endliche und unendliche Graphen. Ein Graph ist dann endlich, falls er endlich viele Knoten hat. Das impliziert natürlich auch, dass er endlich viele Kanten hat. Sie können, wenn Sie endlich viele Kanten haben, nicht unendlich viel. Wenn Sie endlich viele Knoten haben, können Sie auch nur endlich viele Kanten haben. Allerdings bei sogenannten dichten Graphen, das heißt, wo ich im Prinzip zwischen allen möglichen Paaren eine Kante habe, da sind das dann im Zweifelsfall schon sehr, sehr viele Kanten. Sie sehen, selbst bei drei Elementen wird die Anzahl der Kanten, die wir hier haben, irgendwann sehr unübersichtlich. Das ist eine Kunst für sich, übrigens auch für Computerprogramme, die mit Graphen agieren, wie man solche Relationen möglichst schön grafisch darstellt, wo man die Knoten hinmalt, dass man nachher den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr noch sieht. Genau. Also endlich ist der D-Graph dann, wenn es endlich viele Knoten gibt, ansonsten unendlich. Warum heißt er überhaupt D-Graph? Natürlich aus dem Englischen Directed Graph. Das D steht also kurz für Directed. Sie sehen, viele dieser Notationen kommen aus dem Englischen. Das heißt, da müsste man eigentlich Digraph dann sagen. Im Deutschen wird oft D-Graph gesagt. Das sind also so Anglizismen, die dann verdeutscht werden. Genau, das ist oft ein bisschen ein Problem in diesem ganzen Bereich, dass viele dieser Konstrukte zum Teil noch aus einer Zeit stammen, wo die Leute Deutsch gesprochen haben, gerade die Mengenlehre, Cantor und so. Da hat auch die ganze internationale Fachcommunity im Zweifelsfall noch Deutsch gekonnt. Heute ist das eher weniger so, mit dem Effekt, dass für diese Bereiche oft so hybride Begriffe übrig bleiben, die entweder Deutsch oder Englisch oder verdeutschtes Englisch sind. Das ist ein bisschen unangenehm manchmal, wenn man dann englischsprachige Literatur liest, dass man dann sich immer erinnert, dass die Knoten Vertices heißen und so weiter und die Kanten Edges. Also das ist leider nicht vermeidbar, dass man da zum Teil sowohl die deutschen als auch die englischen Begriffe braucht. Ein weiterer wichtiger Begriff ist der Begriff des bipartiten Graphen. Ein D-Graph ist bipartit. Und das ist folgenderweise definiert. Zum einen muss man eine Partition haben. Das heißt, die Gesamtmenge der Vertices lässt sich in zwei Gruppen aufteilen. Derart, dass die beiden Gruppen disjunkt sind. Das hatten wir ja gelernt, heißt Partition. Da gibt es übrigens auch eine Kurznotation, vielleicht noch für diejenigen, die das interessiert, falls Sie das später mal sehen. A vereinigt mit dem Punkt drin B.
bezeichnet man die Menge so, dass A vereinigt B die ganze Menge ist und A geschnitten B die leere Menge. Das heißt eine disjunkte Partition. Manchmal sieht man auch A vereinigt mit so einem Plus drin B. Das heißt, das sind alles Notationen für diese beiden Eigenschaften, nämlich dass A und B eine Partition bilden von V. Genau. Der Graph heißt Digraph, wenn erstens die zwei Mengen eine Partition bilden, der Gesamtknotenmenge, aber zweitens, wichtige Eigenschaft, die Kanten sind entweder von A nach B oder von B nach A. Anders gesagt, ich brauche für einen Digraphen, für einen bipartiten Graphen eine Partition des Graphen derart, dass es keine Kanten zwischen den Mengen A und B gibt, sondern nur innerhalb, keine Kanten innerhalb von A, keine Kanten innerhalb von B, sondern nur Kanten zwischen A und B. Wir kommen gleich auf ein paar Beispiele von bipartiten Graphen. Visualisierung eines endlichen Digraphen für jeden Knoten V malt man halt einen Knubbel und dann gibt man ihm den Namen V, so wie wir das in dem Beispiel hier vorne gesehen haben. Das ist also sozusagen eine grafische Darstellung dieses Digraphen. Mit gerichteten Pfeilen, wenn die Relation besteht zwischen zwei Paaren und sonst eben nicht. Genau, und immer dann, wenn die Relation zwischen einem Element mit sich selbst besteht, dann malt man eben diese sogenannte Schleife, wie Sie es hier sehen. Das nennt man Schleife. Ja, das heißt, ich habe eine Relation zwischen dem Element 3 mit sich selbst. Sie können sich schon vorstellen, wenn der Graph unendlich groß wird, zum Beispiel die natürlichen Zahlen, dann werden Sie sowas nicht mehr unbedingt malen wollen. Dann wird es sehr mühsam, wenn Sie jetzt noch, wenn Sie jetzt noch hier 4, 5, 6 und so weiter haben, dann kriegen Sie irgendwann unendlich viele Pfeile und dann kann man irgendwann gar nichts mehr sehen. Das wird dann ein bisschen unschön. Da behilft man sich zum Teil mit so Punkten. Das will dann andeuten, dass die Relation auch sozusagen entsprechend fortgesetzt wird. Aber auch da muss man aufpassen, dass wirklich klar ist, dass das eindeutig ist, was man mit den Punkten meint. Denn nur Punkt, Punkt, Punkt bei einer unendlichen Menge kann auch zu Missverständnissen führen. Genau. Ein paar Beispiele zu binären Relationen bzw. eben Graphen, um zu zeigen, wie wird welche Relation als Graph repräsentiert. Hier haben Sie zum Beispiel dieses Beispiel, das sind die Relationen, das heißt, ich habe vier Knoten, nämlich 1, 2, A und B und habe dann folgende Relationen zwischen denen. Das heißt, die Vertices bestehen aus 1, 2, A und B. Und dann habe ich folgende Kantenmenge definiert und das kann man dann immerhin malen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 1, 2 habe, heißt das, es gibt eine Kante von 1 nach 2, nicht diese da. Und entsprechend A1 heißt, es gibt eine Kante von A nach 1. Und Sie sehen schon, man kann da verschiedenerweise das grafisch darstellen. Manchmal macht man nur Punkte und Kanten. Was ich etwas schöner finde, ist, dass man wirklich so Knubbel macht und in die Knubbel genau einträgt, welcher Vertex das ist. Das ist also diese Darstellung rechts. Und Sie sehen, wenn Sie dann eine Schleife haben, BB, also eine Relation von B zu sich selbst, wird das einfach hier als Schleife kodiert. Jetzt steht darunter, diese Relation ist nicht bipartit. Das heißt, dieser Graph ist nicht bipartit. Gehen wir nochmal zurück. Was hier ist bipartit? Hier ist es. Bipartit heißt, dass ich eine Partition finde in zwei disjunkte Teilmengen A und B. Derart, dass ich nur Kanten zwischen A und B habe. Also keine Kanten innerhalb von A und keine Kanten innerhalb von B. Genau.
Und das ist nicht so ganz einfach, bei allgemeinen Graphen zu beweisen, dass die nicht bipartit sind. Denn im Prinzip müssen Sie alle möglichen Partitionierungen durchprobieren und gucken, ob Sie eine finden, sodass die Kantenmengen entsprechend der Definition disjunkt sind. Es reicht nicht zu sagen, zum Beispiel diese Partition hier, wo ich die Zahlen 1, 2 und A, B voneinander trenne, da sehen Sie schon, das ist keine zulässige Partition, weil Sie innerhalb der Menge A genau diese Kante hier haben. Das heißt, damit ist das keine zulässige Partition, aber im Prinzip, um zu zeigen, dass das nicht bipartit ist, dieser Graph, müssen Sie alle denkbaren Partitionen durchexerzieren. Ist also nicht so ganz einfach. Bei 4 Knoten geht das noch, aber wenn Sie einen Graphen mit Hunderten von Knoten haben, dann können Sie relativ viele Partitionen sich überlegen und für jede dieser Partitionen müssen Sie im Prinzip zeigen, dass das dass diese Eigenschaft, dass es nur Kanten zwischen A und B gibt, nicht gilt. Das ist also etwas mühsam. Etwas leichter ist es für Graphen zu zeigen, dass sie bipartit sind. Zum Beispiel dieser Graph, nicht? Das ist also dieselbe Vertexmenge, 1, 2, A und B, aber andere Relationen, damit quasi andere gerichtete Pfeile in den Graphen. Hier zum Beispiel 1b heißt, Sie haben einen Pfeil von der 1 zum b. Nicht? Und dieser Graph ist bipartit. Das kann man recht leicht sehen. Sie können einfach diese Knotenmenge a nennen und diese Knotenmenge b. Und dann sehen Sie schon in der Grafik ganz schön, es gibt ganz viele Relationen zwischen Elementen aus A und Elementen aus B. Es gibt aber keine Relation unter den Elementen von A und keine Relation unter den Elementen von B. Sprich, es gibt keine Pfeile innerhalb von A und keine Pfeile innerhalb von B. Ja. Vielleicht nochmal zurück. Ich hatte eben gesagt, allgemein ist es schwer zu zeigen, dass ein Graph nicht bipartit ist. Hier ist es nicht so schwer. Ne? Hier haben Sie nämlich eine Schleife. Ja. Und wenn Sie eine Schleife haben, dann ist der zwangsläufig nicht bipartit, weil egal in welcher Menge der Knoten B sich befindet, da er eine Schleife mit sich selbst hat, steht also ein Element von B mit einem, nämlich demselben Element von B in Relation. Und damit kann das niemals bipartit werden. Sprich, Graphen mit Schleifen sind immer nicht bipartit. Wenn aber diese Schleife jetzt nicht mehr da wäre, dann wäre es halt schon sehr viel mühsamer zu zeigen, ob der Graph bipartit ist oder nicht. Ja, ich gucke mal gerade auf die Uhr, dass ich nicht zu lange rede. Wir wollen ja heute auch noch ein Quiz machen. Doch, wir haben noch gut Zeit. So gut, dass mein WLAN wieder raushüpft. So, da sind wir wieder, Entschuldigung. Hier noch ein bisschen mehr zur Darstellung von binären Relationen mit Hilfe von Graphen. Wie kann man das visualisieren? Genau. Hier ist zum Beispiel visualisiert die Kleinergleichrelation. Das hatte ich ja eben schon gemacht mit den Zahlen 0, 1, 2, 3. Und da sehen Sie in der Tat, das wird irgendwann etwas aufwendig, wenn ich jetzt noch mehr Elemente dazu nehme. Ich hatte dazu gesagt, wenn Sie das jetzt auf die gesamten natürlichen Zahlen einschließlich der 0 erweitern wollen, diese Kleinergleichrelation, dann kann man das so malen. Das heißt, für alle Knotenpaare, die da sind, malen Sie eine Kante, hier oder hier. Und für alle Knotenpaare, wo nur einer von beiden da sind, nämlich hier nicht mehr, da malen Sie diese gestrichelten Kanten. Was eben besagen soll, für alle, die danach kommen, gilt, dass die 0 auch kleiner gleich denen ist und so weiter. Und das gilt natürlich für die 0, für die 1, für die 2 und für die 3.
Nicht? Und im Prinzip mit einem gewissen Menschenverstand werden die Leute dann wissen, wie das also fortzusetzen ist. Aber, oh Mann, was ist heute los? Ich frage mich, ob ich irgendwo drauf komme, dass das immer raushüpft. Ja, also wenn das beim nächsten Mal auch wieder Verbindungsprobleme macht, dann würde ich mir nochmal überlegen, eine andere technische Lösung zu finden, als das Tablet einzubinden. Ist aber komisch, letztes Mal war es kein Problem, diesmal springt es immer wieder raus. Keine Ahnung, was da anders ist. Ja, genau. Genau, jetzt haben wir also diese Graphen gesehen als Darstellung von binären Relationen. Was man jetzt noch weiter definieren kann, sind Wege und Pfade in einem Graphen. Etwas, was ganz, ganz wichtig ist für die Graphenanalyse. Warum ist das wichtig? Ich hatte schon in einer der vorherigen Stunden erwähnt, wenn Sie sowas nehmen wie das Navigationssystem im Auto, wo sie die ganze Welt als Graphen repräsentieren und die Knoten sind dann Städte und die Kanten sind quasi die Fahrzeiten zwischen zwei Städten, dann können sie damit kürzeste Wege berechnen. Entweder die Länge der Wege oder die Laufzeit der Wege, wie auch immer Sie, was auch immer Sie auf den Kanten repräsentieren wollen. Und Sie kennen das ja, wenn Sie sowas wie Google Maps nehmen, dann ändern sich die Laufzeiten abhängig davon, ob Sie mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. Und das bedeutet einfach nur, dass man dieselben Knoten hat, aber die Kantengewichte ändern sich abhängig davon, mit welchem Fahrzeug ich unterwegs bin. Nicht. Manche Strecken sind mit dem Auto schneller, manche sind mit dem Fahrrad schneller, manche sind zu Fuß schneller oder überhaupt nur machbar. Das heißt, diese Graphen und die Relationen sehen immer ein bisschen anders aus, abhängig davon, welches Verkehrsmittel ich wähle. Und was dann aber oft interessiert, ist in der Tat, den kürzesten Weg zu finden. Und dazu muss man Wege überhaupt definieren. Was ist überhaupt ein Weg? Ein Weg oder Pfad ist eben eine Menge von aneinanderhängenden Kanten. Das heißt, es muss gelten, ein Tupel von Vertices, V0 bis VL, heißt dann Weg, wenn die Benachbarten immer in Relation sind. Wenn es also eine gerichtete Kante von VI minus 1 nach VI gibt. Nicht? Das ist also nicht so schwer. Zum Beispiel hier bei diesem Beispiel gibt es. Was ist heute los? Sekunde. Tut mir leid, heute ist irgendwas nicht in Ordnung mit dem Screenshare. Ich probiere es nochmal jetzt. Lässt sich zwar immer wieder einschalten, aber warum es überhaupt rausspringt, ist mir nicht ganz klar. Ich würde das nochmal prüfen mit den WLAN-Verbindungen, ob da irgendwas buggy ist. Genau. Ja, hier ist zum Beispiel so ein typischer Weg. Sie haben zum Beispiel einen Weg V0, V2, V3. Das heißt, Sie können von V0 nach V2 und dann nach von V3 gehen. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel in diesem Graphen den Weg V0, V1, V2. Genau. Warum legt man hier mit 0 los? Das ist oft die Frage, warum zählt man mit 0 los? Warum anderswo mit 1? Das sind immer reine Konventionen. Bitte um Entschuldigung, jetzt ist schon wieder rausgesprochen. Genau.
Genau. Warum fängt man bei Null an? Reine Konvention. Ja, also die Frage kommt immer mal wieder, warum fängt man hier bei Null an? Hier macht es allerdings Sinn, weil wenn ich Knoten von V0, von V0 bis VL durchnummeriere, führt das dazu, dass der Weg, den ich damit kodiert habe, genau die Länge L hat. Das ist eigentlich ganz praktisch. Dass wenn hinten VL steht, das dann automatisch quasi die Länge L ist. Und das ist in der Tat die Länge eines Pfades, die bezeichnet man, damit bezeichnet man einfach die Anzahl der Kanten oder Schritte in diesem Pfad. Warum sind Wege wichtig? Gerade kürzeste Wege spielen eine große Rolle in Graphen. Es gibt Algorithmen, mit denen man effizient in Graphen kürzeste Wege berechnen kann. Ich hatte schon das Navigationssystem erwähnt. Interessanterweise kann man eine ganze Fülle von Wissenschaftsfragen als kürzeste Wegalgorithmen formulieren. Und immer dann, wenn man das Problem, was man lösen will, als ein Problem eines kürzesten Weges formulieren kann, führt es dazu, dass es berechenbar wird, nämlich mit Hilfe entsprechender kürzester Wegalgorithmen. Der bekannteste kürzeste Wegalgorithmus geht auf Dijkstra zurück. Dijkstra-Algorithmus. Algorithmus, mit dem kann man kürzeste Wege in Graphen in polynomieller Laufzeit berechnen. Und das ist letztlich auch der Grund, warum Ihr Navi so funktioniert, wie es funktioniert. Ja, wenn also sozusagen das Navi erstmal alle denkbaren Wege ausprobieren müsste, um zu sehen, welcher denn wohl den kürzesten Weg von Hamburg nach München bringt, dann würden Sie ewig rechnen. Ja, das bringt überhaupt nichts, sondern die Herausforderung ist es, kann ich das kürzeste Wegproblem in einem Graphen, gerichteten Graphen lösen, ohne dass ich alle denkbaren Wege durchprobiere. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man von allen denkbaren Wegen spricht, gibt es enorm viele. Ja, Sie können ja immer wieder zwischen Hamburg und Berlin hin und her fahren und dann kriegen Sie einen Weg unendlicher Länge, ohne dass Sie jemals nach München kommen. Und für einen Computer, der ein bisschen doof ist sozusagen, ist das nicht ganz einfach dann sozusagen zu erkennen, es bringt nichts, wenn ich immer wieder nach Berlin und nach Hamburg fahre, so komme ich nie nach München. Zum Teil fühlt man sich selber doof, wenn man im Auto unterwegs ist und plötzlich irgendwo hinkommt, wo man schon mal war. Da weiß man dann immer, oh, da hat man sich offenbar verfahren. Also kürzeste Wege finden ist für Menschen ein notorisch nicht ganz einfaches Problem, für Computer, aber deswegen, weil es eben diese Polynomzeitalgorithmen gibt. Und nicht nur das Navi, sondern eine ganze Fülle von Problemen, String-Matching-Probleme und Ähnliches, kann man mit kürzesten Wegalgorithmen formulieren. Das ist der Grund, warum der Begriff Weg und insbesondere der Begriff des kürzesten Weges eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt in der diskreten Mathematik und in der diskreten Optimierung. Eins der berühmten polynomzeitlösbaren Graphenprobleme. Man kann dann bei diesen Pfaden oder Wegen, manchmal heißen sie Wege, manchmal Pfade, kann man von einfachen Wegen, von einfachen Wegen sprechen, dann, wenn keine Knoten mehrmals in dem Pfad vorkommen. Beispiel, wenn ich von Hamburg nach München fahren will, dann sollte der Knoten Berlin nicht mehrfach auftauchen. Wenn er einmal auftaucht, kann man sagen, ja, ist vielleicht nicht die kürzeste Strecke, aber passt schon. Wenn aber Berlin mehrfach auf der Strecke auftaucht, dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Deswegen sind bei kürzesten Wegen einfache Wege natürlich zu favorisieren. Ich will nicht durch irgendeinen Ort mehrfach durchfahren, wenn sich das vermeiden lässt. Und sozusagen, das ist eine wichtige Frage, gibt es einfache Wege? Und jetzt kommt ein ganz interessanter Fakt, nämlich auch nicht ganz trivial. In einem endlichen Digraphen hat ein Pfad maximal die Länge v minus 1. Das ist eigentlich doch recht offensichtlich. Ich habe gesagt, nicht ganz trivial eigentlich schon. Sie haben ja nur
die Anzahl V-Knoten im Graphen. Das heißt, wenn Sie irgendeinen Weg bauen und ein Knoten nicht mehrfach auftreten soll, dann kann er natürlich höchstens die Knoten haben, die drin sind. Und wenn jeder nur einmal vorkommen darf, ist das die Beschränkung, was die Länge des Weges angeht. Genau, hier so ein paar Beispiele von Pfaden für diesen Graphen, nur dass Sie es mal gesehen haben. Vielleicht ganz interessant, das ist immer wieder so die leere Menge. Hier ist so ein bisschen ein diffiziles Konstrukt, mit dem zu operieren, ähnlich bei Wegen, der Weg der Länge 0. Zum Beispiel habe ich hier, dadurch, dass ich eine Schleife von V0 zu sich selber habe, kann ich hier sowohl den Pfad V0 definieren. Das ist einfach ein Weg der Länge 0, wo ich überhaupt keinen Schritt gehe. Das kann ich auch mit V1 machen. Das heißt, ich fange bei V1 an und mache überhaupt nichts. Das ist ein Weg der Länge 0. Ich kann aber auch V0, V0 nehmen. Das ist ein Weg, der bei V0 anfängt und bei V0 endet. Das ist genau diese Schleife hier. Das kann ich mit V1 zum Beispiel nicht machen. Ja? Das heißt zum Beispiel, der Weg V1, V1, den gibt es eben nicht. Einfach, weil ich keine Schleife von V1 zu sich selber habe. Das heißt, ich kann von V1 nicht nach V1 gehen. Genau. Man kann sich immer fragen, wozu sind so Schleifen gut? Ja, gerade wenn ich kürzeste Wege berechnen will, Navigationssystem, dann will ich typischerweise von A nach B. Ich habe eigentlich kein Interesse, von einem Ort zu sich selber zu fahren. Zum Teil ist das aber ein Hilfskonstrukt, dass man sagen kann, wenn das Auto einfach eine ganze Weile an einem Ort stehen bleibt, kann man das zum Beispiel dadurch modellieren, dass es einfach sozusagen an dem Ort verweilt. Das sind also alles so Beispiele. Genauso können Sie entsprechend lange Wege definieren wie diesen, V0, V1, V2, V3. Das heißt, Sie gehen von V0 nach V1, dann nach V2, dann nach V3 und dann gehen Sie zurück nach V1. Das sind alles so Wege, die Sie definieren kann. Das hier, der letzte, ist zum Beispiel kein einfacher Weg. Das heißt, bestimmte Knoten tauchen mehrfach auf. Ja, mal gucken, wie wir in der Zeit sind. Gut. Jetzt haben wir binäre Relationen. Nehmen wir mal an, wir haben eine Relation mit Knoten A und B und eine mit den Mengen C und D. Das heißt, wir haben Relationen zwischen Elementen aus A und B und Relationen zwischen Elementen aus C und D. Dann kann ich das sogenannte relationale Produkt bilden. Das heißt, ich kann die zwei Relationen R und S konkatenieren. So kann man sich das vorstellen. Oh, immer wenn es spannend wird, bringt das Teil raus. Tut mir leid, also wie gesagt, irgendwas ist heute anders als beim letzten Mal. Ich kann nicht so richtig festmachen, was anders ist, weil die Einstellungen sind genau dieselben. Genau, und zwar kann man dieses Produkt dann bilden, wenn, das heißt, Sie können dann Elemente aus A und D in Relation setzen, wenn es ein X gibt, was in der Schnittmenge von B und C ist, derart, dass es eine Relation zwischen A und X gibt und zwischen X und D. Das klingt jetzt extrem abstrakt, zugegeben, ist aber, wenn Sie es als Graph vorstellen, extrem anschaulich. Ja, Sie sagen einfach für einen Knoten A und einen Knoten D besteht dann eine Relation in Bezug auf RS, also dieses Produkt, das relationale Produkt, wenn es ein X gibt, derart, dass es eine Kante von A nach X und von X nach D gibt. Und zwar genau dann, wenn, ist die Eigenschaft. Das ist ganz wichtig. Wir gehen mal weiter. Ich also nochmal hier diese Darstellung. A, D. Und die Idee ist, es muss ein X geben, sodass hier in der Relation R eine Relation zwischen A und X besteht
und laut Relation S eine Relation zwischen X und D, dann gibt es diese Relation RS. Genau dann. Und dieses genau dann, wenn, ist ganz wichtig bei der Definition des relationalen Produkts. Das heißt, ich füge nur dann eine Kante ein, wenn es die gibt, und genau dann füge ich eine Kante. Das im Deutschen ist vielleicht ein Begriff, den Sie aus dem Alltag nicht so kennen. Genau dann, wenn, ein ganz wichtiger Begriff in der Mathematik, taucht immer wieder auf in Beweisen und Aussagen. Genau dann, wenn, heißt quasi, dass da eine Äquivalenzrelation besteht. Das heißt, sobald es diese zwei Pfade gibt, füge ich, habe ich einen Verbindungspfad zwischen A und D in der Relation RS. Und wenn ich einen Verbindungspfad zwischen A und D in RS habe, gibt es das X derart, dass ich über X nach D kommen kann. Ja, das heißt nochmal vielleicht ganz allgemein, die Bedeutung von A genau dann, wenn B, ist, bedeutet, dass wenn A, dann B und wenn B, dann A. Das heißt, sobald ich diese zwei Kanten zwischen A und X und D habe, gibt es die Kante zwischen A und D. Und umgekehrt, wenn es die Kante zwischen A und D gibt, dann gibt es so ein X, über das ich nach D komme. Das ist hier ganz wichtig, diese genau dann, wenn Relation. Das heißt übrigens im Englischen if mit zwei F. Ja, und das steht für if and only if. Ja, es gibt auch im Deutschen die Formulierung dann und nur dann, wenn. Das liest man auch zum Teil in der Literatur, aber inzwischen hat sich das genau dann, wenn etwas mehr etabliert. Hier so ein bisschen, also Sie sehen, dieses relationale Produkt ist etwas abstrakt in der Definition und nicht so ganz einfach zu greifen, was das eigentlich bedeutet. Aber sehr schön ist hier eben, wenn man mal verstanden hat, wie die Relation sich als Graph darstellen lässt mit gerichteten Kanten, immer dann, wenn man eine Relation hat zwischen zwei Elementen, dann sieht man ganz schön, was eigentlich das relationale Produkt bedeutet. Nämlich, dass man im Grunde die Relationen irgendwo konkateniert, die Kanten. Nicht hier, um das aber nochmal anschaulicher zu machen, ein paar Beispiele von relationalen Produkten. Wir haben also hier zwei Graphen, R und S, gerichtete Graphen. Und jetzt können wir zum Beispiel das relationale Produkt RR bilden. Und dann sieht das letztlich so aus, wie kann man sich das bauen? Naja, Sie können gucken, von der 1 kann ich zur 2 bei R und von der 2 kann ich zum B. Das heißt, ich über die Relation S. Das heißt, ich kann in dem Produkt RS dann von 1 zu B. Das heißt, diese Kante hier, die ich jetzt gelb markiert habe, die entspricht einfach nur der Konkatenierung dieser zwei gelben. Und entsprechend können Sie dann sich überlegen, von der 2 kann ich in der Relation R zum B gehen und von B kann ich dann wieder zur 2 zurückgehen. Und das, jetzt muss ich mal gerade schauen. Entschuldigung, das ist ja RR, was ich hier gemeint habe. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nochmal zurück. In dem Produkt, wenn wir jetzt das Produkt RS uns anschauen, dann entspricht, diese Kante von 1 nach 2, von 2 nach B, entspricht dieser Kante in dem Produkt RS, um das es jetzt ja ging. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte von der 1 zum B gehen in R und vom B zur 2 im S, dann heißt das, ich komme in diesen zwei Schritten von der 1 zur 2. Das entspricht also diesem Pfeil hier. Und so sehen Sie, können Sie durch Konkatenierung von Relationen in R und in S, können Sie sich das relationale Produkt RS bauen. Genauso können Sie natürlich das relationale Produkt RR bauen, wenn Sie das möchten. Nicht, das kann man auch sehen, vielleicht mal hier ein Beispiel. Es ist eigentlich nicht sehr tiefsinnig, aber machen wir mal dieses eine Beispiel. Zum Beispiel kann ich
in R von der 2 zum B gehen. Und in R von B kann ich dann allerdings nicht mehr viel machen, sondern ich kann eigentlich nur noch zum B selbst wieder gehen. Und das führt dazu, dass Sie dann im relationalen Produkt diese Kante haben. Das heißt, Sie kommen in 2 Schritten von 2 zu B. Und da sehen Sie schon, wenn man Wege konstruiert, wir hatten ja eben über Wege gesprochen, dann sieht man, durch Konkatenierung einer Relation kann man auch Wege definieren. Nicht? Durch das sozusagen das sogenannte Zusammenziehen der K-Schrittpfad. Ja? Und zwar machen wir das so, Sie sehen, die Schwierigkeit bei dem relationalen Produkt ist, Sie müssen erstmal sicherstellen, dass überhaupt irgendein Element auch in dieser Schnittmenge drin ist, in dieser Schnittmenge hier aus B und C. Wenn die Mengen B und C disjunkt sind, dann haben Sie überhaupt keine Möglichkeit, ein relationales Produkt zu finden. Das heißt, wenn die Knoten, bei denen ich bei der Relation R ankomme, wenn von denen in der Relation S gar kein Weg weitergeht, dann können Sie da auch kein relationales Produkt bilden. Und um das sozusagen ein bisschen zu vereinfachen, macht es Sinn, dass man das relationale Produkt betrachtet, wenn die Menge dieselbe ist. Also einfach das kartesische Produkt von A mit sich selbst. Das sind einfach dieselben Mengen. Dann ist sozusagen die Schnittmenge automatisch gewährleistet, weil das ist dann die Schnittmenge von A mit sich selbst. Genau. Und dann können Sie, wenn Sie so eine Relation haben, die von A nach A geht sozusagen, statt von A nach B, dann können Sie wunderbar die konkatenieren. Dann können Sie zum Beispiel das R0 definieren, die Identität. Das sind einfach die Paare AA, wo beide Einträge gleich sind, derselbe Knoten. Und dann können Sie R1 definieren und dann können Sie auch immer höhere Konkatenierungen definieren. R1 ist dann einfach R0 mit sich selber multipliziert und R2 ist dann R mit R und so weiter. Genau, man muss immer das R0 hier noch vorneweg definieren. Das sieht man, das R0, muss man aufpassen, ist nicht dasselbe wie R. Nicht? Das ist also hier wichtig, das ist nicht dasselbe wie R. Genau. Das ist einfach die Verknüpfung des relationalen Produktes mehrfach mit sich selbst und das kann man so definieren. Quasi induktiv. Induktiv heißt, dass man es für 1 für 2 definiert und dann für k plus 1 aus dem für k raus definiert. Sowas nennt sich in der Mathematik Induktion. Es gibt auch Beweise per Induktion, wo ich für unendlich viele Elemente eine Aussage zeigen will. Und da ich natürlich nicht unendlich viele Aussagen praktisch zeigen kann, zeige ich einfach, wenn es für die Aussage k gilt, dann gilt es auch für die Aussage k plus 1. Das nennt man Beweis per Induktion. Da muss ich eine sogenannte Verankerung definieren. Das ist dieses R0 hier zum Beispiel. Und danach kann ich sozusagen die anderen immer, man würde sagen, rekursiv definieren. Oder induktiv. Genau. Ja, hier steht es schon. Ich hatte es schon vorweggenommen, die Definition, diese induktive Definition, liefert Ihnen im Grunde fast einen Algorithmus, wie Sie das machen können. Nämlich indem Sie dem Computer sagen, nimm RK und multipliziere mit R, dann hast du RK plus 1. Und dann führt das zu einem rekursiven Programm, mit dem der Computer das dann berechnen kann. Ich glaube, Induktion und auch rekursives Programmieren ist etwas, was Sie auch im Laufe des Studiums noch kennenlernen werden. So, hier möchte ich nochmal das an Beispielen veranschaulichen, bevor ich dann an Mona übergebe. Hier ist also die Relation R gegeben, die Relation als Graph dargestellt. Das ist dieses hier. Und jetzt können wir eben diese verschiedenen definieren. R0 zum Beispiel hat
einfach nur die Schleifen von jedem Vertex zu sich selbst. Das sind also Wege, das sind einfach sozusagen Wege, wo ich einfach nur auf der Stelle bleibe. Und dann kann ich hier R2 definieren, das heißt, hier auch wieder, um ein Beispiel zu bringen, Sie sehen schon, in R2 habe ich keine Kante von 2 nach 4. Warum? Weil ich in R2 von 2 nach 4 gehen kann, aber dann von der 4 geht es nicht mehr weiter. Da ist dann Ende. Deswegen gibt es Wege der Länge 2, gibt es gar keine, die über 4, die von der 4 weitergehen. Sie sehen aber zum Beispiel, ich kann von dem Knoten 3, von dem Knoten 3 zum Knoten 2 gehen und von dem Knoten 2 zum Knoten 4. Und das führt zu dieser Kante in dem Graphen für R2. Das heißt, R2 sind im Grunde nichts anderes als für diese Relation, für diesen Graphen, Wege der Länge 2. Das sind alle Wege der Länge 2. Analog vielleicht, um noch ein zweites Beispiel zu nehmen. Sie können zum Beispiel in diesem ursprünglichen Graphen R von der 2 zur 1 gehen und von der 1 zur 3. Das ist ein Weg der Länge 2, der Sie von 2 nach 3 führt. Und entsprechend können Sie sich überlegen, kann man das R3 definieren? Das sind also Wege der Länge 3. Und so können Sie über diese Notation eben Wege unterschiedlicher Längen definieren. Sie können die dann auch vereinen. Das heißt, Sie können zum Beispiel hier alle Wege der Länge maximal 2 nehmen. Ja, das ist also dieser Graph hier unten. Das sind alle denkbaren Wege mit maximal Länge 2. Oder hier haben Sie alle Wege mit maximal Länge 3 und hier alle Wege mit maximal Länge 4. Indem man einfach sozusagen diese R1, R2, R3, R4 vereint. Warum geht das? Weil diese Relationen letztlich alle Mengen sind. Das heißt, Sie können einfach die Vereinigung dieser Mengen definieren. Das heißt für die Graphen, dass Sie einfach sämtliche Pfeile eintragen aus den verschiedenen Notationen. So, jetzt springt mein Tablet raus. Ich glaube, das ist der Hinweis, dass ich aufhören soll. Ich würde dann jetzt an die Mona übergeben, dass wir das heutige Quiz machen. Bitte schön. Oh. Schon alles vorbereitet. Super. Ja, perfekt. Jetzt habe ich gerade das Problem. Ah, Moment. Einen Moment nochmal. Genau, jetzt sieht man mich auch und hört man mich hoffentlich auch. Hier ist das Kahoot. Genau, so. Ich hoffe, so geht das. Machen wir das noch auf. Vollbild. Gut, heute war ja viel Aktivität im Chat, jetzt gerade auch zu dem relationalen Produkt. Und genau, ich wollte auch nochmal sagen, also wenn ihr jetzt in dem Kahoot, die Fragen sind nicht einfach. Also generell, also ich mache schon immer Fragen auch rein, die fordernd für euch sein sollen, weil es ja nicht so ein Ding sein soll, ach ja, egal, kann ich schon, sondern soll ja auch ein bisschen zeigen, dass man was gelernt hat, aber vielleicht auch noch was lernen muss. Genau, und deswegen, wenn jetzt diese Fragen zum relationalen Produkt nicht alle gleich klappen, also nicht deprimiert sein, natürlich muss man das üben. Und gerade dieses relationale Produkt ist sowas, wo man sich in der Klausur oder in der Prüfung oder auch bei den Aufgaben immer sehr gerne verschaut. Also man verrutscht irgendwie, deswegen, das ist immer so ein bisschen fieselig, da genau hinzugucken, deswegen keine Sorge. Und das Gute ist ja auch, das Kahoot ist nicht in irgendeiner Weise bewertet. Ihr könnt euch auch alle mit irgendwelchen Fake-Namen da einloggen. Also keiner weiß, wenn ihr daneben tippt. Es geht einfach mehr darum, dass ihr ja da einfach versucht, das Richtige anzuklicken und auch im Prozess von dem sich zu überlegen, was war jetzt das? Auch wenn man es dann nicht, vielleicht nicht auf die Lösung kommt, allein dieser Prozess darüber nachzudenken, ist immer schon gut für den Lerneffekt. Deswegen, also kein Stress. So. Ach ja, es ist immer so Plauderstunde mit Mona, während hier das Kahoot läuft. Ich habe noch vielleicht eine kleine Anmerkung, und zwar, wir haben ja noch einige Übungen hinzugefügt nachher.
Deswegen gibt es auch so ein paar Übungen, unter anderem auch meine, die noch nicht so ganz voll sind. Das ist auch kein Problem. Ich mache auch gerne mit ein paar weniger Leuten. Aber trotzdem, wenn ihr irgendwie noch Terminkollisionen habt, irgendwie das Matching verpasst habt, was auch immer, ihr könnt euch immer noch für die Übungen auf TUM Online registrieren. Ihr werdet dann immer noch in der Übung zugeordnet. Und ihr seht auch bei der Anmeldung, wie viele Leute da bereits registriert sind in der Gruppe. Und ich mache zum Beispiel Übungen am Freitagmorgen, ein bisschen für Frühaufsteher von 8 bis 10 und 10 bis 12. Und dann könnt ihr, genau, wenn ihr Lust habt, tragt ihr euch da ein und dann freue ich mich, euch zu sehen am Freitagmorgen. Genau, so. Und heute habe ich auch mir extra einen Timer gestellt, damit ich dann immer diese 15 Sekunden warte, damit ich nicht da reinrede, wenn ihr dann die Aufgaben bearbeitet. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Also 3, 2, 1, los geht's. Okay, gut. Ja, also wir sehen jetzt hier, das ist irgendwie ungewohnte Grafik hier. Genau, also es haben einige richtig beantwortet. Ich glaube, eine ganze Reihe haben auch, vielleicht war es auch ein bisschen schnell. Manche haben auch ein bisschen daneben getippt. Also was hier gefragt wurde, war ja dieser Join-Operator, den haben wir heute auch ein paar Mal gesehen und hier eben mit so einer einstelligen Relation verknüpft, die nur das Tupel Imposter enthält. Und was wir eben hier wissen wollen, also was dieser Join machen soll, ist eben die Konkatenation von allen Tupeln, wo an der zweiten Stelle, oh, das ist jetzt natürlich ganz schlecht, war die Grafik hier drin? Jetzt bin ich, ah ja, Medien, okay, kurzer Schock, doch, die Relation war auch gegeben, okay, gut. Genau, was wir also sehen wollten, waren die Tupel, wo an der zweiten Stelle von R, das ist unsere Relation R, das gleiche vorkommt wie an der ersten Stelle in diesem Tupel Imposter. Naja, und das sind diese beiden Tupel, also Purple Imposter, Red Imposter. Und wenn wir das Ganze dann konkatenieren, dann kleben wir die einfach hintereinander. Also wir, genau, und das heißt dann, dass eben, ah ja, okay, ich sehe schon, haben eigentlich ganz viele Leute daneben getippt. Eigentlich das war die richtige Antwort. Uiuiui, okay. Na gut, Mona, ja? Ganz kurz. Es scheint die Frage nicht auf die Endgeräte zu kommen. Darum haben die Frage wahrscheinlich alle zu spät gesehen. Oh, das ist natürlich blöd. Okay, dann gehen wir da nochmal raus. Das tut mir leid. Dann habe ich das vielleicht heute in der... Das ist eine Hürde, vielleicht kann ich dazu erklären. Das ist uns sehr kurzfristig erst klar geworden vor der Vorlesung. Wir hatten diese Kahoot-Quizzes geplant und die funktionieren im Prinzip sehr gut. Aber wir hatten nicht bedacht, dass da doch eine mächtige Latenz ist in der Übertragung. Das heißt, wenn Sie mich jetzt reden hören, ist das eigentlich schon 15 Sekunden alt, was ich da gefragt habe. Und ursprünglich hatten wir gedacht, wir stellen einfach die Fragen im Zoom und nur die Antworten auf Kahoot. Das funktioniert allerdings nicht, weil mit der Latenz Sie dann immer die Frage erst kriegen, wenn die Antwortzeit schon rum ist. Ich glaube, ja, jetzt im Moment war es, glaube ich, einfach mein Fehler, dass ich das nicht aktiviert habe. Das tut mir sehr leid. Das muss man immer separat aktivieren. Genau. Entschuldigung. Nee, macht ja nichts. Gut. Ja, tut mir leid jetzt auch für alle, die gehen wollen. Die können natürlich auch gehen. Wer noch mitspielen will, kann noch mitspielen. Ich muss jetzt leider das eben nochmal neu starten, weil ich das nicht zwischendurch ändern kann. Okay, so, mein Fehler.
Da Okay, muss also man immer wir verbessern anklicken. uns. Ne? Genau, von Mal zu Mal wird es weniger holprig. So, okay, nochmal Bildschirmfreigabe. Jawohl. Tut mir leid, dass das jetzt so lange dauert. Ja, natürlich, wer gehen möchte, der geht. Man kann sich das natürlich, die Erklärungen auch in der Aufzeichnung anschauen. Und ich würde sowieso vorschlagen, dass wir die Kahoots zum Nachspielen dann auch auf Moodle einstellen. Also ich kann die dann einfach die Links einstellen. Dann kann man die in Ruhe zu Hause auch nochmal nachspielen, wenn man möchte. So weiterspielen. Das ist ein bisschen schwierig, vielleicht so weiterzuspielen. Okay. Ich starte jetzt einfach schon mal. Die ID, die steht ja dann auch hier oben. Weil die erste Frage muss ich sowieso überspringen. Die machen wir jetzt nicht nochmal, sonst ist es ja ein bisschen langweilig. Okay. Gut. Jetzt können wir gucken, ob die Leute aufgepasst haben und dir auch zugehört haben. Okay, schön. Die Leute haben aufgepasst und zugehört. Das ist doch super. Genau, warum war das zweimal Imposter? Eben weil wir beim Join, da ist keine Projektion mehr dabei. Das ist einfach nur ein Join. Das heißt, wir kleben die einfach hintereinander. Und das heißt, in der ursprünglichen Relation stand hier schon einmal Imposter. Und dann joinen wir die ja mit einer Relation, wo auch nochmal Imposter steht. Deswegen kriegen wir dann eben diese beiden Tupel, Purple Imposter, konkateniert mit diesem Tupel, also mit diesem Eintrag Imposter auch noch aus dem Tupel aus der anderen Relation. Ja, ich dachte auch, wir überspringen die, aber dann dachte ich, es wäre auch eine gute Möglichkeit, eben genau zu sehen, wer hat zugehört bei der Erklärung. Okay. Ja, wer sich jetzt immer noch verklickt hat, der, naja, nächste Chance bei der nächsten Frage. Okay, weiter geht's. Okay. Ja, also zumindest die Mehrheit lag richtig. Was wir jetzt hier gefragt wurden, war eben die Relation ST. Naja, und dann können wir zum Beispiel uns angucken, was kann ich denn, wo kann ich denn von 0 aus in S gehen? Naja, ich kann von 0 nach 1 gehen. Wo kann ich dann nach T hingehen? Ja, ich kann von 1 nach 2 gehen. Das heißt, in der Relation, also in diesem relationalen Produkt, ST, muss offensichtlich die Kante 0, 2 drin sein, ja, weil ich kann hier 0, 1, da 1, 2, also gehe ich insgesamt von 0 nach 2. Genau, und die ist eben hier auch drin. Gut, die ist jetzt in allen anderen auch drin. Aber ja, was kann ich noch anderes machen? Ich könnte in S, kann ich ja sonst nur noch von 1 nach 2 gehen. Kann ich von 2 in T irgendwo hingehen? Nee, keine, da geht nichts, da geht keine Kante raus. Das heißt, das waren auch schon alle meine Kanten in S, die ich irgendwie zur Verfügung hatte. Ja, das heißt, offensichtlich ist die einzige Möglichkeit, ist eben
0 nach 1 in S zu gehen und 1 nach 2 in T zu gehen. Andere Möglichkeiten habe ich nicht. Deswegen ist das die richtige. Gut, dann gehen wir weiter. Okay, gut. Also, ja, naja, ich glaube, also eigentlich die einzige Antwort, die ja hier falsch war, war dieser hier. Können wir mal kurz gucken, warum. Also Bipartit heißt ja, ich kann mit diesen Graphen irgendwie, kann die Knotenmenge so in zwei Mengen aufteilen, dass es eben Kanten nur zwischen diesen beiden Mengen gibt, nicht innerhalb der Mengen. So, und dann schaue ich mir die mal an. Naja, der irgendwie, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt diesen Knoten hier einfach so darüber ziehen würde, dann kann ich eigentlich so eine schöne Linie in der Mitte durchziehen, wo die Kanten dann nur hin und her gehen. Also wenn ich, der ist so ein bisschen auf der linken Seite, aber wenn ich mir den einfach so auf die rechte Seite rübergezogen vorstelle, kann ich da einmal so eine Querlinie in der Mitte durchziehen und dann habe ich keinerlei, genau, dann gehen alle Kanten gehen nur so von rechts nach links. Der hier, so ähnlich, genau, also ich kann mir einfach vorstellen, ich nehme zum Beispiel diese beiden hier, also den und den in eine Menge und in die andere Menge packe ich den hier rein. Den hier, der ist eigentlich ganz einfach, da kann ich einfach genau irgendwie, ja, also genau, da könnte ich auch zum Beispiel, also dann nehme ich immer hier, packe ich den zum Beispiel in die eine Menge, also sagen wir mal den in die Menge A, den in die Menge A und den in die Menge A und dann zum Beispiel den in die Menge B, den in die Menge B, 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 B. Genau, das, viele haben alles angeklickt. Genau, was hier so ein bisschen der Giveaway ist eigentlich, hier ist so eine Art Dreieck. Und wenn ich so ein Dreieck habe quasi, also ich habe hier Kanten zwischen diesen drei Knoten, dann kann das nicht Bipartit sein, ja, weil ich kann einfach keine, ich habe keine Möglichkeit, diese drei Knoten irgendwie in zwei Mengen aufzuteilen, sodass da keine Kante innerhalb einer Menge ist, ja. Also wenn ich zum Beispiel die hier irgendwie in die gleiche Menge packe, naja, dann habe ich diese Kante hier falsch. Wenn ich die in die gleiche Menge packe, habe ich diese Kante falsch. Und wenn ich die in die gleiche Menge hineintue, dann habe ich diese Kante falsch. Okay. Wir wollen ja auch, jetzt sind wir schon echt über der Zeit. Okay. Mona, den Graphen sieht man nicht so richtig gut hier. Ich weiß. Normalerweise hat das einen hellen Hintergrund. Ah, deswegen, transparent ist der Hintergrund. Ich glaube, das ist der. Ja, das ist leider, das tut mir leid. Der ist transparent. Normalerweise wurde das immer einfach auf hellem Hintergrund angezeigt, aber deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Ich glaube, es ist die, dieser Halloween-Mode hier, dass das jetzt einen dunklen Hintergrund hat und man den nicht sehen konnte. Wir schauen ihn uns. Oh, ja, man sieht gar nichts. Okay. Ja, den überspringen genau, wir die Frage. Überspringen wir den. Also der Punkt war sozusagen, schreibe ich euch ins Moodle-Forum oder genau, seht ihr in dem, wenn wir die später nochmal hochladen. Gut geraten. Ich schreibe die Erklärung später da rein. Okay, dann geht's weiter.
Okay, das war die letzte Frage. Okay, warum ist das hier, also S Quadrat ist ja S und dann nochmal S. Und genau, warum ist das hier der Fall, dass das dieses hier sein muss? Also, ich kann mir eigentlich, sehr schön kann ich das schon an diesen beiden Knoten hier sehen. Das heißt ja, dass ich quasi einen Pfad habe, der in zwei Schritten, zum Beispiel, ja, also wenn ich hier in zwei Schritten gehe, gehe ich von 4 nach 5 und dann von 5 nach 4. Das heißt, ich muss in SS, muss ich, hätte natürlich auch einen besseren Namen für den Graphen nehmen können, aber muss ich eine Schleife hier haben bei 4. Genau, und das habe ich zum Beispiel hier, das habe ich auch bei denen, dieser fällt schon mal weg. Naja, gut, und jetzt, also hier müssen jeweils zwei Schleifen sein, weil ich eben in zwei Schritten kann ich immer von 4 nach 5 und von 5 nach 4 wieder zurück. Also gehe ich von 4 nach 4 in zwei Schritten und ebenso mit 5. Jetzt ist noch die Frage, kann es denn einen Pfad von 4 nach 5 in zwei Schritten geben? Und da, naja, wie soll ich da hinkommen? Ich gehe in zwei Schritten, ich kann halt nur da hin und her und dann bin ich wieder da. Also ich muss sozusagen immer eine gerade Anzahl von Schritten gehen, um also dass ich hier quasi wieder zurück ankomme und ich müsste eine ungerade Anzahl von Schritten gehen, um eben zu dem anderen Knoten zu kommen. Und deswegen, also daran kann man zum Beispiel schon mal erkennen, also ich muss diese beiden Schleifen haben, aber ich darf quasi hier diese beiden Kanten, die jeweils zum anderen Knoten hier gehen bei den beiden, die können in S Quadrat nicht vorkommen. Okay, das war's. Dann die Siegerehrung. Heute war alles ein bisschen durchwachsen, es tut mir leid. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und genau, wir stellen die dann, wie gesagt, nochmal zum Nachspielen auch zur Verfügung. Und ich schaue, vielleicht schreibe ich dann auch wirklich nochmal kleine Erklärungen dazu, dann wird das auch alles klar. Ja, praktisch, okay. Dass der Winner ist. Genau, Winner ist dritter Winner, Tomorrow, Togue, Quackity und die Runners-Up. Habe ich es leider übersehen, aber good job, GG. Okay, dann schönen Vielen Nachmittag Dank dir, euch. Mona, super gemacht, sehr schön. Bis nächstes Mal. Ja, ich glaube, dann können wir den Stream